Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Mary und heute zeige ich euch meine Ausbeute aus dem DM-Haul, meine Lieben. Ja, im letzten Video habt ihr es gesehen, ich habe euch live mitgenommen zu meiner Shoppingtour bei DM. Ja, ich musste ja ein bisschen dahin fahren, aber ich war schon lange nicht mehr beim DM und wollte unbedingt ein paar der Neuheiten mitnehmen, was ich bei vielen Mädels schon gesehen habe. Ein Teil der Sachen, die ich gerne wollte, habe ich bekommen, aber es waren auch ein paar Sachen dabei, die ich nicht bekommen habe. Ja, ihr habt es vielleicht im letzten Video ja gesehen. Ich habe euch ein bisschen durch die Regale mitgenommen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hatte. Und wenn ihr Bock auf dieses Video habt, um zu sehen, was ich alles eingekauft habe, dann bleibt gerne dabei. Und falls ihr noch nicht getan haben solltet, dürft ihr mich natürlich auch gerne hier unten kostenlos abonnieren. Damit tut ihr mich ganz lieb unterstützen. Ja, meine Lieben, das ein oder andere Teil, was ich mitgenommen habe, habe ich euch ja direkt im letzten Live-Haul schon gezeigt. Natürlich könnt ihr euch schon denken, welche Teile es sind. Die zeige ich euch natürlich gleich. Ja, ich bin in erster Linie dahin gefahren, weil ich unbedingt ein paar Sachen aus der neuen Elf-Kollektion wollte. Ja, wie ihr auch anhand des Videos gesehen habt, hatten die leider gar keinen Aufsteller da. Also unser DM ist leider nicht so gut bestückt gewesen. Und bei dem Essensregal, da habe ich mich ein bisschen unglücklich ausgedrückt. Ich habe gesehen, dass sie vom neuen Sortiment Sachen da haben, aber die Paletten zum Beispiel, die Lidschattenpaletten hatten die halt überhaupt nicht da. Und es waren viele der Teile, die andere Mädels in ihren DM-Filialen bekommen haben, bei uns halt einfach nicht in den Regalen. Genau wie die Elf-Kollektion und auch andere Dinge, was ich ein bisschen schade fand. Aber ich habe auch so über 50 Euro da gelassen. Ja, ich wollte unbedingt ein paar Sachen haben, die nicht ganz so günstig waren. Gerade auch das L'Oreal, die L'Oreal Puder Foundation, die ich euch gleich am Ende des Videos zeige. Dann zeige ich euch ein bisschen Kosmetik. Ich würde gerne als allererstes anfangen mit den Sachen aus dem Bereich Haushalt. Und da habe ich gar nicht viel mitgenommen, deswegen habe ich euch da auch nicht viel gezeigt. Ich habe zum einen mitgenommen, das hat mich sehr angesprochen, von Denkwit, dieser WC-Duftstein, sind zwei Stück drin mit Rose und Litchi-Duft. Ja, fand ich irgendwie total cool. Die von der Eigenmarke Magic Twist, die durften einmal mit. Und was ich nochmal mitgenommen habe als Backup, weil unser letzter Backup ist angebrochen, sind natürlich die Denkwit, ja, feuchten Tücher. Das sind diese Allzwecktücher. Wieder meine Lieblingsduftrichtung, Granatapfel. Ja, die mag ich total gerne und die stehen bei mir im Badezimmer. Da gehe ich ganz gerne mal ab und zu über die Oberflächen drüber und auch im Wohnzimmer über Oberflächen drüber. Ja, habt ihr ganz schnell Staub und so mit entfernt. Finde ich ganz praktisch. Benutze ich nicht super viel, aber die kommen schon ab und an mal in Einsatz. Deswegen durfte das dann noch einmal mit. Und auch eine neue Handseife habe ich mitgenommen dieses Mal. Ich habe noch eine oder ich glaube zwei im Backup, aber wir haben zwei Badezimmer und ja, die Kinder sind natürlich auch ständig am Händewaschen, wir genauso. Das heißt, sie haben da einen hohen Verschleiß. Und da habe ich dann einmal die mitgenommen. Da habe ich jetzt auch nicht dran geschnuppert. Das ist einfach die Cremeseife von Balea Mandel Vanille. Die kannte ich noch nicht, deswegen durfte die einmal mit. Und der Duft ist, ja, finde ich angenehm. Vanille kommt gut durch. Auch ein bisschen Mandel ist okay. Riecht jetzt nicht total fantastisch, aber ich mag die Balea Handseifen einfach total. Die sind günstig und gut, deswegen durfte davon eine mit. Und auch im Bereich Haare habe ich ein bisschen was mitgenommen. Habe ich euch auch im Einspieler in dem Live-Folge gezeigt, dass ich für meinen Sohn gern das wahre Schätze für Kinder mitnehme. Das ist 2-in-1 Shampoo mit Aprikose. Das duftet so gut und ja, er hat ja längere Haare, deswegen muss ich damit etwas mehr Shampoo dran. Und ja, die mag ich. Die Serie mag ich total gerne für ihn und er mag sie auch sehr gern, deswegen durfte die einmal mit. Und dann habe ich für meinen älteren Sohn noch einen kleinen Nachschub mitgenommen, weil seine Flasche jetzt gut verbraucht ist. Bisschen ist noch drin, aber ich komme ja nicht so oft zum DM und deswegen habe ich das dann direkt mitgenommen. Das kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr sehr empfindliche Kopfhaut habt. Wirklich, also bei mir ist es ja so, ich habe ab und an mal empfindliche Kopfhaut. Für mich ist dieses Shampoo einfach nicht pflegend genug, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Ich habe es auch mit ausprobiert, also zwischendurch benutze ich es auch mit und mache dann halt meine eigene Spülung rein. Aber das ist wirklich was für sensible Kopfhaut, ohne Parfüm, ohne Parabene. Das ist von der Balea Med-Reihe, das Ultra Sensitive Shampoo ohne Silikon. Das nehme ich für ihn immer sehr gerne mit. Ja, kommt damit super klar, sind 250 ml drin. Deswegen habe ich davon nochmal einen Nachschub mitgenommen. Dann durfte noch mein Haarspray mit, weil meins fast aufgebraucht ist. Das ist das von Schwarzkopf, 3 Wettertaft, Glanz. Ich nehme das sonst immer beim Rossmann mit, wenn es im Angebot ist. Aber das ist beim DM im Normalpreis auch recht günstig. Deswegen, aber das ist so ein Alltags-Haarspray, was ich gerne nutze, was wirklich nicht viel Geld kostet. Und ja, deswegen durfte das einmal mit. Ich sehe gerade, das Licht wird langsam wieder schlechter, weil die Sonne gerade reinscheint. Auf jeden Fall habe ich dann noch ein Produkt mitgenommen auf Empfehlung. Und ich bin echt gespannt, wie das ist.
Und zwar ein Produkt von Langhaar-Mädchen. Das ist das Haaröl Intense Repair Kokosöl Burrito-Öl. Intensive Pflege ohne zu beschweren. Anti-Frizz-Effekt. Ich habe euch das ja schon mal gesagt, dass ich von denen den Hitzeschutz total gerne mag. Und mein Öl, was ich super gerne benutze, mein Keratinöl, ist jetzt aufgebraucht. Ich benutze im Moment das vom Action, dieses Serum. Finde ich leider nicht ganz so gut. Also nicht so gut wie das andere Öl, was ich hatte. Deswegen möchte ich das gerne mal ausprobieren. Allerdings muss ich dazu sagen, ihr habt es im letzten Video gesehen, dass das stand 2,95 Euro. Das haben die falsch einsortiert, glaube ich. Weil davon gibt es auch so kleinere Fläschchen, die kosten 2,45 oder so. Das Öl hat 4,95 Euro gekostet. Ist okay, finde ich. Sind 150 ml drin. Davon benutzt man ja auch nicht so viel. Ich bin gespannt, wie das seinen Job machen wird. Ich habe auch noch nicht dran geschnuppert, aber in der Regel riechen die Sachen von denen sehr gut. Oh ja, oh, das riecht richtig gut. Es riecht sehr stark nach Kokos. Es riecht im Grunde genommen wie ein Sonnenöl, ja, was ihr zum Bräunen nimmt. Also es riecht sehr, sehr gut. Ich bin echt gespannt, wie das sein wird. Und ich muss davon immer ein bisschen in die Spitzen reintun nach dem Waschen. Deswegen wollte ich das gerne mal ausprobieren. Dann habe ich noch ein Deo mitgenommen. Ich habe euch das ja gesagt, dass ich auf der Suche bin nach einem, nach so einem neuen Lieblingsdeo. Und ich wusste nicht so recht, was ich mitnehmen soll. Dann habe ich wieder eins mitgenommen von Balea. Mag ich vom Duft her ganz gerne, vom Pflegegefühl und vom Deodorantschutz her, muss ich allerdings sagen, gefällt mir das nicht ganz so gut, aber ich finde es halt ganz praktisch für den Alltag. Tut seinen Zweck erfüllen, riecht halt sehr süß und sehr gut und für den Winter finde ich es okay, für den Sommer würde es mir auf gar keinen Fall ausreichen. Dann habe ich ein Produkt mitgenommen, das ist auch eine Empfehlung gewesen für kleine Rasierpickelchen, gerade auch wenn ihr auf dem Schienbein oder so diese Erdbeerhaut habt. Ich habe das komischerweise wirklich nur im Winter, ja, wenn quasi die Haut nicht so gut atmen kann durch die Hosen und so. Im Sommer habe ich das ganz, ganz selten und ich wollte jetzt ganz einfach mal, obwohl ich halt auch mal regelmäßig peele, einfach das mal mit dem Rasieröl ausprobieren. Davon haben mir auch sehr viele Mädels geschwärmt und ich möchte gerne mal gucken, ob das wirklich so gut ist, wie viele sagen. Hat, glaube ich, einen Preis gehabt von über 2 Euro irgendwas. Also ganz günstig war es jetzt nicht. Sind drin insgesamt 75 ml. Ja, und ich sehe gerade in der Kamera, wie kaputt ich eigentlich aussehe, auch wenn der Lidschatten heute richtig schön ist, den ich drauf habe. Ich bin halt auch schon recht lange wach und das Auge, wie ihr seht, ist einfach ein bisschen kleiner als das gerade. Aber naja, das soll jetzt egal sein. Auf jeden Fall, so sieht das Rasieröl aus. Ja, steht drauf für besonders sanfte Rasur, fünffach Pflegekomplex. Bin gespannt, wie es so ist. Wie gesagt, schreibt mir mal gerne unten in die Kommentare, ob ihr das schon mal ausgetestet habt. Und wenn ja, wie ihr es so fandet. Bin sehr gespannt, wie das so sein wird. Dann habe ich, wenn wir schon bei Balea sind, auch noch ein paar Sachen im Bereich der Gesichtspflege, kann man sagen, mitgenommen. Ja, und zwar habe ich einmal mitgenommen ein Reinigungsprodukt von denen. Ich liebe das. Ich habe es ja im Moment nicht da gehabt, weil ich halt was anderes für die Reinigung benutzt habe von der Yamaki Yipoda. Diesen Reinigungsbalsam, Ölbalsam, der auch mega gut ist. Und ich habe jetzt gedacht, wenn ich schon mal beim DM bin, dann nehme ich das von Balea nochmal mit. Ist zum Reinigen wirklich ein super Reinigungsöl. Ich mag den Duft nicht so gerne, auch wenn er steht parfümfrei. Ich finde, es riecht so ein bisschen nach Frittierfett. Ist einfach so. Aber ihr bekommt damit wirklich alles runter, auch wenn ihr starkes Augen-Make-up tragt, so wie ich zum Beispiel heute. Damit bekommt ihr wirklich alles ziemlich gut runter. Und ja, mag ich sehr gern. Deswegen durfte das dann auch noch einmal mit. Dann habe ich mitgenommen, ja, ein Produkt, was ich auch unbedingt mal ausprobieren wollte, was auch ganz neu sein soll. Und das hat mich echt sehr angesprochen. Ich bin ja ein riesen Serum-Fan. Und das ist das Ultra Sensitive Beruhigendes Intensivserum von Balea Med. Soll ganz neu im Sortiment sein. Ich bin sehr gespannt, wie das so sein wird. Wenn ihr Bock darauf habt, dass wir ein Live-Video zu dem Produkt machen, wo wir das gemeinsam ausprobieren, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Dann können wir gerne auch mal ein Skincare-Video machen. Wenn ihr da Bock auf den Content habt, dann würde ich das sehr gerne mal machen für euch. Ist ein Produkt ohne Parfüm, ohne Parabene, ohne Farbstoffe. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie das so ist. Soll halt einfach die Haut beruhigen, regenerieren. Und ja, ich bin sehr gespannt. Sind drin 30 ml und hat gekostet 4 Euro und ich glaube 95, wenn ich mich nicht irre. Genau. So sieht dann einmal das Fläschchen aus. Ich bin gespannt, wie das sein wird. Wie gesagt, wenn ihr ein Video dazu haben wollt, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Und wo wir auch beim Gesicht
Haarpflege sind, habe ich auch noch ein Produkt mitgenommen, was ich ja dringend neu gebraucht habe. Ich habe meinen Misha-Sonnenschutz so gut wie aufgebraucht und ich trage immer von meinem Make-up, also das mache ich eigentlich, wenn ich so meine Haut gereinigt habe, dass ich dann immer den Sonnenschutz auftrage, bevor ich wirklich, also so eine halbe Stunde, bevor ich mich schminke eigentlich. Es muss ein bisschen einziehen, ein bisschen wirken und mein Sonnenschutz ist so gut wie aufgebraucht. Und ja, der liebe Leon, ihr werdet ihn vielleicht kennen von Instagram vor allen Dingen. Er hat auch schon mal Videos mit der lieben Hatice Schmidt gemacht. Die hatte die von der Drogerie mit eins der besten Gesichts Sonnenschutzprodukte sollte dieses sein. Und das möchte ich einfach mal ausprobieren. Und hat 9,99 Euro oder 95 gekostet. Ist auch nur fürs Gesicht. Sind 40 ml drin. Muss man so schütteln. Das ist ein Fluid. Und ja, steht auch drauf, 50 plus sehr hoher Schutz, plus Hyaluronsäure. Ja, ich bin gespannt, wie das ist. Werde ich auf jeden Fall auch in den nächsten Monatsfavoriten mal drüber berichten. Falls ihr schon mal getestet habt, schreibt mir das mal gerne bitte unten in die Kommentare. Dann habe ich natürlich auch noch ein bisschen was an Masken mitgenommen. Und ich habe ja einige Masken im Moment da, deswegen wollte ich jetzt nicht so viel mitnehmen. Ich hätte total gerne diese süße neue Balea-Häschen-Maske gekauft. Ja, die war leider bei uns, ich habe es euch im Video gezeigt, leider ausverkauft. Aber ich habe noch eine andere gefunden. Das ist auch eine Limited Edition, die recht neu ist von Balea. Das ist die Pineapple Maracuja Maske. Und ist eine Limited Edition. Also Packaging ist total süß gemacht. Soll einfach die Haut erfrischen, Feuchtigkeit spendend sein. Ja, die von Balea, da kann man nicht viel falsch machen. Kosten 40 Cent, sind halt echt günstig. Und dann wollte ich gerne, weil meine Haut im Moment schon wieder macht, was sie will. Ist einfach so. Gerne nochmal die mitnehmen und die habe ich ganz früher so gerne benutzt. Ich habe die jetzt schon Ewigkeiten nicht mehr benutzt. Das ist von Schäbenzitotes Meer Schlammmaske, reinigt intensiv gegen Pickel und Mitesser. Ich habe ja hier durch die Maske mal wieder Probleme, wobei die Zinksalbe mir da echt gut hilft. Aber gerade für den Bereich der Stirn oder so wollte ich gerne mal wieder ein Produkt benutzen zum quasi Ausreinigen ein bisschen. Und das von die Maske von Schäbens ist da wirklich sehr, sehr gut. Die habe ich zig Jahre mal immer wieder benutzt und jetzt durften davon noch einmal wieder zwei Stück mit. Die werde ich mir am Wochenende auf jeden Fall gönnen. Und dann habe ich auch noch, ich habe es euch im Video gezeigt, von den Pads welche mitgenommen. Die hatten nur noch diese beiden Sorten da. Ich hätte sonst ganz gerne mal wieder die pinke Sorte mitgenommen, aber die hatten sie dann nicht mehr vorrätig. Die hatten aber die Herzchen nochmal da und auch die goldenen Pads von Yuti. Deswegen durften die noch einmal mit. Und dann habe ich, jetzt komme ich zu meinem vorletzten Produkt und ja, viele Mädels haben mir das auch empfohlen, weil ich ja auch so ein Typ bin, der viel mit Gesichtswasser und so und Tonern und dergleichen rumhantiert, dass ich mal mir überlegen sollte, ob ich nicht diese Eco-Pads benutze. Und ich wollte mir eigentlich welche bei Amazon bestellen, aber irgendwie haben die mir alle nicht so richtig gefallen und ich wusste halt auch nicht, wie die so sind. Deswegen habe ich jetzt mal die von Garnier mitgenommen. Bei unserem Rossmann gab es die nämlich leider nicht, aber beim DM gab es die dann und deswegen habe ich die da mitgenommen. Sanfte Mikrofaser-Pads zum Reinigen und Abschminken, die sind waschbar. Drei Stück sind da drin. Gekostet hat das Ganze 6,95. Das heißt, ja, so 2,30 Euro kostet da ein Pad von. Ich bin gespannt, wie die sind. Die sehen halt auch echt süß aus. Ne? Ich meine, die Optik ist mir jetzt eigentlich egal. Aber die sollen einfach ihren Zweck erfüllen, weil ich die wirklich jetzt für Gesichtswasser und Micellenwasser nutzen möchte. Fühlt sich sehr, sehr hochwertig an. Also schön weich fühlen die sich an, wirklich. Und ich bin gespannt, wie die ihren Job machen werden. Ich werde auch zu denen berichten. Und dann sind die auf jeden Fall, wenn die ihren Job gut erfüllen sollten, auch ihr Geld wert, meine Lieben. Ja, und das letzte Teil, das ist das einzige Teil, was ich aus der quasi dekorativen Kosmetik mitgenommen habe. Ich habe euch die Regale gezeigt. Ich hätte gerne die Sky, die neue Maybelline Mascara, die in aller Munde ist, mitgenommen. Die gab es leider nicht mehr. Die ist irgendwie überall restlos ausverkauft. Aber was ich gefunden habe, und darüber habe ich mich auch sehr gefreut, ist die Infallible 24 Stunden Foundation in a Powder, also diese Puder Foundation von L'Oreal, die ja ganz neu ist. Und zwar habe ich da, das war auch die einzige Farbe, die noch da war, die Farbe Golden Honey mitgenommen. 12,95 Euro war da der Preis. Ist jetzt natürlich nicht so super günstig, aber ich bin echt gespannt, wie die sein wird, weil viele von ihr so schwärmen. Die war auch, wie gesagt, in allen anderen Farben restlos ausverkauft. Ist ein kleines Schwämmchen mit dabei hier unten mit einem Spiegel.
ist eigentlich ganz gut gemacht. Und ich mag Puder Foundation, muss ich wirklich sagen. Ich habe hier auch eine von Too Faced zu Hause und auch noch von Mary Kay ein paar da. Ich mag das, weil ich auch nicht so der jeden Tag Foundation-Typ bin. Die Farbe müsste eigentlich ganz gut passen. Ja, wenn ihr Bock habt auf ein Video mit diesem Produkt, dass ich das mal für euch austeste, in einem Get Ready With Me zum Beispiel, dann schreibt mir das auch mal gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, wie die so ist. Farbe passt, glaube ich, ganz gut, wenn man das so sieht. Ja, ich bin ja auch ein wärmerer, mittlerer Ton. Und ja, wie gesagt, das werden wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Und wenigstens das habe ich dann bekommen. Ja, es hat mich auch sehr gefreut. Ansonsten war ich nicht ganz so glücklich mit meiner Ausbeute. Wie gesagt, ich hätte gerne ein paar Sachen von der Elf-Kollektion gehabt, weil es sie auch irgendwie online nicht verfügbar gibt. Und ja, für alle Mädels, die davon was ergattern konnten, ja, seid auf jeden Fall glücklich damit. Viel Spaß damit. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir mal so unten in die Kommentare schreibt, was bei euch im letzten DM-Einkauf so mit musste oder wo ihr sagt, das ist eine neue Neuheit, die musst du noch mal kaufen gehen, Mary, dann schreibt mir das gerne mit rein. Ich bin immer auf eure Empfehlungen sehr, sehr gespannt und ja, nehme mir davon auch gerne was mit, probiere es auch gerne hier auf meinem Kanal für euch aus, deswegen schreibt mir das gerne mal unten rein. Ansonsten würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn wir uns zum nächsten Video gesund und munter wiedersehen. Wenn ihr mir für dieses Video einen Daumen nach oben gebt, wäre ich natürlich auch sehr glücklich und ansonsten macht's gut!